Super, meine Lieben, Reihe 62 wartet auf uns. Wir wollen weitermachen, dass unser Tischläufer fertig wird. Wir starten mit zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins, zwei, drei und die vier. Jetzt kommen sechs offene Gitter. Eins, zwei, drei vier fünf und die sechs. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt fünf offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Fünf offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Fünf offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Fünf offene. Eins, zwei, drei,
4, 5. Wenn ihr übrigens jemand Kleines, Süßes da im Hintergrund schimpfen hört, auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Bitte nicht wundern, er catcht gerade mit dem Papa ein bisschen rum. Der kleine Mann hat nämlich das Kätzchen schon für sich entdeckt. Und da schimpfen wir ein bisschen lautstark, wenn wir den Papa nicht besiegen. So, jetzt 6 offene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und jetzt in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Insgesamt 4 Stück. 3. Und 4. 2 Luftmaschen für die Höhe und schon geht's weiter in Reihe 63. Wir machen unseren Rand mit 4 Stäbchen. Jetzt kommen 7 offene. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, ein geschlossenes, 3 offene, 1, 2, 3, ein geschlossenes, 1 offenes, 1 geschlossenes, 3 offene, 1, 2, 3, ein geschlossenes. 1 offenes, 1 geschlossenes,
Freioffene. Zwei. Drei. Eingeschlossenes. Ein offenes. Eingeschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Eingeschlossenes. Ein offenes. Und jetzt sieben offene. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Die zwei. Die drei. Und die vier. Weiter geht's in Reihe 64. Zwei Luftmaschen für die Höhe und Wenden. Ja, jetzt hat man schon langsam richtig was zum Wenden in der Hand. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt kommen acht offene. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Und die acht, das umhäkeln wir.
Offenes. Eingeschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Eingeschlossenes. Ein offenes. Geschlossen. Und jetzt drei offene. Eins. Zwei. Drei. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Dreimal offen. Eins. Zwei. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Dreimal offen. Achtmal offen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Na und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei. Drei. Und die vier. Wir starten mit Reihe 65, zwei Luftmaschen und wenden. In jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Jetzt kommen 9 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und die 9. Das nächste wird umhäkelt. Jetzt kommen 5 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einmal umhäkelt. Und jetzt wieder 5 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und die 5. Umhäkelt. Noch einmal 5 offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Umhäkelt. Und jetzt 9 offene. Eins. Zwei. Drei.
4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nun kommen wieder vier Stäbchen. Zwei. Drei. Und die vier. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Und wir gehen in Reihe 66. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen acht offene. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein geschlossenes, ein offenes, ein geschlossenes, drei offene, eins, verheddert sich die Häkelnadel im Tischläufer. Zwei. Drei. Ein geschlossenes. Ein offenes. Eingeschlossenes, drei offene, eins, zwei,
3, ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Drei offene. Eins, zwei, drei, alle Fäden mitnehmen, so. Ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Und jetzt kommen schon wieder 8 offene und damit haben wir die Reihe auch schon wieder fast geschafft. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Zwei. Und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. 7 offene. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein geschlossenes, 3 offene, 1, 2, 3, ein geschlossenes, 1 offenes,
Eingeschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Eingeschlossenes. Ein offenes. So, heute will ich mit dem Tischläufer irgendwie immer nach oben weg. Eingeschlossenes. Drei offene, eins, zwei, drei. Eingeschlossenes. Ein offenes. Eingeschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Eingeschlossenes. Und jetzt sieben offene. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs und die sieben. Ja, und jetzt noch einmal ein Stäbchen in jedes Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei. Und die vier. So, meine Lieben, damit habt ihr es für heute wieder geschafft. Wir sind durch unsere Reihen durch. So sehen sie aus. Hier haben wir unseren Rand. Und hier gehen unsere Karos weiter. Ich sage danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir sehen uns morgen in Reihe 68 und damit nähern wir uns schon fast dem Ende. Viel haben wir nicht mehr, weil es geht dann morgen schon bis Reihe 73.
Also so langsam aber sicher haben wir es bald geschafft und unser Tischläufer ist fertig. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn er dann bei uns auf dem Tisch liegt. Und ihr euch hoffentlich auf euren auch. So langsam muss ich von unten schon aufwickeln, weil ich kann mich damit schon fast zudecken. So, also, euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann ab Reihe 68.